So, dann dann tun wir die Sachen. Am besten mal rein. Was haben wir hier? Ein Blaulicht oder sowas? Dann ein Racingkarren, Frontscheibendings, eine Käfervorderseite und die Reifen, die wir eben gefunden haben. Mal gucken, was macht das? Das macht jetzt auch nicht so den Unterschied, ne? Ist ehrlich gesagt auch ziemlich hässlich. Und das, nee, nicht die Reifen, sondern das Ding ist auch gar nicht mal so schön. Das will ich eigentlich gar nicht benutzen. Bleiben wir mal beim Trecker. Vorerst. Machen vorne mal. Sollen wir die vorne dran machen, die Treckerreifen? Oder hinten? So. Nämlich die roten, die sind schöner. Na, das Teil passt jetzt. So. Jetzt frage ich mich nur, sollen wir die jetzt noch benutzen, die Turbine? Das finde ich eigentlich ein bisschen. Naja, es ist schon cool, aber ist ein bisschen anstrengend. Deswegen fahren wir mal so weiter. Start klar, anschieben und los. Und gucken. Ach, guck mal da. Wen haben wir denn hier? So. So, jetzt müssen wir anhalten. Da steht ein Hundchen am Weg. Genau. Arme kleine Vieh, hast dich wieder verlaufen. Komm, wir fahren dich nach Hause zu Fiete. Gut. Dann fahren wir die mal nach Hause. Nach Huse. So. Hier wohnt ja Fiete Ferrum, der Schrotthändler. Ja, Mensch. Nu ist Fia wieder abgehauen. Hast du sie gesehen? Klar habe ich sie gesehen. Ich habe sie doch im Auto. Vielen Dank, Willi, dass du diesen Satansbraten wiedergefunden hast. Kriegst einen Kanister Benzin für deine Mühe. Oh, danke schön. Da kann ich ja jetzt noch weiterfahren. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Wo konnte man denn noch überall nicht langfahren? Wegen erhöhter Ermatschung, Zermatschung, Vermatschung, was auch immer. War hier oben nicht irgendwo so ein Typ, der sich im Matsch festgefahren hat, wenn ich mich recht erinnere? War der hier oder? Nee, der war. Nee. Doch, der kommt nachher erst. Stimmt, nächstes Bild kommt der, glaube ich. So. Nochmal tanken, sicherheitshalber. Wir haben ja nicht genug. So. Da ist eine große Matschinsel. Aber da hängt er auch nicht mehr drin. Dann ist er irgendwie von alleine rausgekommen, wie auch immer. So. Ja. Wir haben es geschafft, durch den Matsch. Du hast ein gutes Auto gebaut. Jetzt kriegst du die Macho-Medaille. So, wir haben die Macho-Medaille gekriegt und wir können jetzt hier Hat man sowas schon gesehen? Was für ein Ding. den Kram Nur aushaben. daraus kann man was bauen. Haha, und das ist nämlich ein Megafon. Und das können wir bei gewissen Ziegen gebrauchen. Genau. Was haben wir da noch? Waren wir hier schon mal? Nee, hier waren wir noch gar nicht, ne? Cool. Unentdeckte Welten. Cool. Da unten? Nee, warte mal. Erstmal gucken. Nein. Erstmal gucken, was da rechts ist. Ach, hier ist. Ah, guck mal, hier sind wir. Will ich aber erstmal noch hier lang fahren. Da kommen wir zwar im selben Bild raus, aber wir haben ja die Matschreifen und die will ich jetzt mal gerade intensiv ausnutzen. Dö. So.
an den Rehen vorbei. Und man hört mal immer, wie der Motor irgendwie, entweder schaltet der dann auf den anderen Motor um oder der fährt, ach guck mal da vorne, haha, wen haben wir denn da? Hat man sowas schon gesehen, was für ein Ding. Nee. Ich meinte eigentlich den hier. Platsch, da hat sich jemand im Matsch festgefahren, wir müssen helfen. Genau. Hilfe, ich habe mich im Matsch festgefahren. Oh. Ja, Mensch. Was ist das denn? Na also, die erste gute Tat des Tages. Und guck mal, den kann ich bestimmt mal gebrauchen. Okay. War keine Ahnung, warum der jetzt auf einer Greifschaufel von einem Bagger. Nee, auf einer Baggerschaufel drauf stand im Matsch. Also, keine Ahnung, aber zumindest haben wir jetzt eine Baggerschaufel, das ist ja auch nicht schlecht, ne? Und dann können wir noch einmal hier unten gucken, was war das denn jetzt? Hat man sowas schon gesehen? Was für ein Ding. Und daraus kann man was bauen. Mensch, super. Motor Nummer 3773. Keine Ahnung, warum die Zahlen jetzt nur aus 3 und 7 bestand. Das wissen nur die Illuminaten. So, ein bisschen nervig, diese Geräusche, die der von sich gibt. Warte mal, ich wollte... stopp. Dreh mal um, Junge. So. Ich wollte hier lang und dann einmal hier runter und dann gucken, was da noch ist. Ach, dann ging's zu Doris, okay. Doris, digital. So, ach, jetzt sind wir auch hier unten, okay. Mal gucken, ob der andere, dieser grüne Motor, ob der besser ist als die anderen. Da kann man sich ja mal so eine schöne Beschreibung vorlesen lassen. Hallo. So, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal nach Hause. So. Und basteln uns ein Fahrzeug mit Megafon anstatt mit Hupe. Ich hoffe, das ist dann so, dass man dann auch keine Hupe mehr braucht. Also, dass die quasi die Hupe ersetzt. So, was... Lass uns doch mal anhören, was der... Hübsch geworden. Schnittige Karre. Was der uns zu dem Motor zu sagen hat. Der Traktormotor tuckert sehr gemächlich, aber an steilen Steigungen ist er stark. Man kann ihn hinten und vorn anbauen. Gut. Was ist mit diesem Motor hier? Hübsch geworden. Ein Motor. Ein Motor. Okay, und der hier? Ein Motor. Ein Motor. Ein Motor. Ein Motor. Ein Motor. Ein Motor. Ach so. Hä, was ist das? Ein Motor. Ach so. Und ich dachte schon, das wäre... Ein Motor. Ja, genau. Also zum Glück hast du mich aufgeklärt und jetzt weiß ich, was es ist, nämlich... Ein Motor. Gut. Und das hier? Gibt eine gute Stromlinienform, wenn man das als Motorhaube benutzt. Gut, dann nehmen wir das mal als Motorhaube. Die Kackdinger dann. Hier hinten wieder das. Kann man da das Megafon? Nö. Und was kann man jetzt hier? Ein Megafon. Eine Hupe. Ein Megafupe, okay. Ein Megafon. Machen wir das mal dran. Und ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Start klar, anschieben und los. Und das muss ich mir gerade überlegen. Fahren wir mal in diese Richtung. Habe ich jetzt den anderen Motor eingebaut eigentlich? Habe ich das total... Ja, ich glaube schon, ne? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Wir haben es geschafft. Durch den Matsch. Du hast ein gutes Auto gebaut. Jetzt kriegst du die Macho-Medaille. Habe ich die nicht schon? Kann man sich... Ich bin gerade mit der Maus aus dem Spiel raus. Kann man sich nicht hier Diplome anschauen? Für ein neues Auto. Macho-Medaille. Ach so. Jedes Mal, wenn man was verändert, ist das ein neues Auto. Und dann kriegt man jeweils eine neue Medaille. Okay.
Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die sammelt man so allgemein. Ich wusste nicht, dass man die für jedes Auto einzeln sammeln kann. Und ich will nämlich genau hier hin, zu diesem Bock. Das heißt, ich muss nach da oben wahrscheinlich. Sicherheitshalber nochmal tanken. So, wenn wir jetzt nochmal die Macho-Medaille kriegen, dann bin ich aber etwas verwundert. So. Und dann kurz hier rüber und dann einmal da hoch und dann einmal da runter und dann einmal da hoch oder da nördlich und dann einmal hier rechts. Ach, du hast es geschafft, den Hügel rauf. Jetzt kriegst du die Bergziegenmedaille. Genau, wir haben schon die nächste Medaille für dieses individuelle Auto. Intellektuell, wie komme ich denn drauf? Dieses individuelle Auto bekommen und Bergziegenmedaille, das ist das Stichwort. Passend zum Baum, der da im Weg liegt. Eine Sekunde. Oh, weia, da liegt ein Baum im Weg. Da kommt keiner durch. Ach, da liegt ein Baum mitten im Weg. An dem komme ich nicht vorbei. So, mal gucken, was der jetzt hier uns freilegt. Ah, ich glaube, ich ahne es schon. Tja, das war fix erledigt. Hä? Was ist das denn? Genau das, was ich brauche. Aha. Der braucht also einen Fahrradlenker. Gut. Also, Bergziege war das Stichwort. Autohube, Megafon, aus dem Weg. So. Und hier ist das Meer. Ja. Das Meer und der Horizont. Herrlich. Am Ufer kann man aufregende Sachen finden. Zum Beispiel das Steuer von einem Segelboot. Das kann Willi gebrauchen. Vielleicht baut er mal ein Boot. Das war so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, ne? Muss man ja sagen, wenn man die nächsten Kapitel kennt. Autohube, Megafon, aus dem Weg. Ich dachte, das Spiel ist jetzt zu Ende, ehrlich gesagt. Weil die Handlung beschrieben wird mit, dass das Ziel sozusagen ist, dass man habe ich den Faden verloren? Nee, das Ziel ist ans Meer zu kommen, ans Ende vom Weg. Keine Ahnung, warum jetzt die ganze Zeit hier Ziegengeräusche sind. Warum der Motor, das Auto so langsam ist. Ja. Mist, jetzt dachte ich, das Spiel wäre dann zu Ende, aber ich bin vertan. So, gucken wir mal, was wir noch machen könnten. Wo waren wir denn noch nicht? Da rechts, also da hoch, muss ich gerade mal gucken, um mich zu orientieren. Ich glaube, ich druck mir fürs nächste Mal eine Karte aus und fahre dann immer nach Karte. Weil ich habe nie, also ich habe überhaupt gar keine Orientierung in diesem Spiel, ey. Das ist irgendwie, also so die Bilder um unsere Heimat direkt drumherum, dass es geht. Aber alles, was danach kommt, ey, das, also da vergesse ich jedes Mal, wie es danach aussieht. Irgendwie, ja, keine Ahnung. So. Einmal noch getankt und dann fahren wir ins nächste Bild.